Genau, Leute. Servus, Leute, und herzlich willkommen hier bei meinem Video hier auf meinem Kanal Metzgermeister Rögele. Bier in einem Steak. Unglaublich. Ich sag's euch, wir haben es schon probiert und das ist jetzt unser nächstes Ding. Also, wenn ihr wissen wollt, wie ihr es hinkriegt, so ein geiles Bier in den Steak reinzukriegen, und das meine ich jetzt ohne Spritzpögeln oder so, dann schaut euch dieses Video rein, und ich habe meine kleinen Brüder jetzt auch mit dabei. Einmal der Luca. Hi. Und einmal der Sascha. Hallo. Und die machen dann auch ihre eigene Steak-Kreation. Was macht ihr für Steaks? Ich mache ein Sprite-Steak. Und ich ein O-Saft-Steak. Also vergesst jetzt schon mal nicht zu abonnieren, um diese Videos natürlich auch nicht zu verpassen. Und zieht euch rein, wie wir ein Bier-Steak machen mit einer geilen Rezeptur. Und so könnt ihr es da eben nachmachen. So, genau, zuallererst müssen wir natürlich jetzt erstmal unsere Steaks aufschneiden. Ansonsten haben wir natürlich keine Steaks, die wir dann auf den Grill hauen können. Ohne Fleisch kein Steak, ganz klar. Wir müssen natürlich erst hier noch mal ein bisschen zuschneiden, weil wir haben das nur ganz grob zugeschnitten für uns. Das machen sonst dann zum Beispiel die Mädels oder wir, wenn es soweit ist. Weil je mehr wir anschneidet, umso mehr Saft verliert das Fleisch. Und das wollen wir natürlich nicht. Dementsprechend schneiden wir es jetzt hier vor. Und wir haben heute ein paar Special-Gäste dabei. Das wisst ihr ja natürlich schon, habt ihr ja im Intro schon gesehen. Das sind meine Brüder Sascha und Luca, die sind heute mit am Start. Weil heute machen wir ganz unterschiedliche Steaks. Liken und abonnieren nicht vergessen. Okay. Auf jeden Fall, wir müssen jetzt die Steak schneiden und die sollen natürlich auch mal sehen, was da alles dahinter steckt, hinter einem Steak. Dementsprechend machen wir das einfach mal zusammen, weil wer in der Metzgerfamilie aufwächst, muss auch mit dem Metzgerhandwerk ein bisschen was zu tun haben am Ende vom Dach. Und wir müssen jetzt hier einfach ganz normal, schneiden wir hier einfach ein paar Scheiben runter. Einfach schneiden. Wollt ihr dann durchwachsene Steaks für eure haben oder magere? Magere. Magere. Okay. Und du? Willst du durchwachsen oder mager? Mager. Okay, das heißt, wir machen heute drei Biersteaks, wie ihr hier schon so schön sehen könnt. Die legen wir dann hier ein, natürlich, wenn die noch gestegert. Dann hole ich noch ein paar magere her, damit Sascha und Luca da ihre Steaks rausschneiden können. Das ganze Video von Sascha und Luca, das kommt in der Zukunft, also vergesst jetzt schon mal nicht zu abonnieren, dass ihr diese Videos nicht verpasst. Also Jungs, wir müssen jetzt natürlich unsere Steaks schön zart machen. Dafür haben wir jetzt hier unsere Maschine. Das ist der Steger. Und wenn ihr hier mal reinschaut, seht ihr, könnt ihr da reinschauen, und dann könnt ihr auch von unten schauen. Luca, du kannst von unten schauen. Ja. Siehst du die Walzen da, wo da gehen? Das sind alles ganz kleine Messer, die zerkleinern. Okay, und die ziehen quasi das Fleischstück nach innen, und auch dass da viele kleine Messer sind, schneiden die immer schön ins Fleisch ein. Sprich, wir haben da ein richtig schön zartes Stück Fleisch, plus unsere Marinade kann schöner, schneller einziehen und einfach durchlaufen lassen. Genau, Leute, im Normalfall würde ich jetzt sagen, okay, wir hauen jetzt einfach unser Bier hier mit unseren fertigen Stehgewürz zusammen. Aber ich möchte natürlich, dass ihr es auch nachmachen könnt. Dementsprechend habe ich mir jetzt auch mal extra eine Rezeptur rausgesucht, die wir jetzt halt einfach mal probieren und später dann sehen werden, ob sie klappt oder nicht. Bedeutet, nach dieser Rezeptur, das Steak können wir tatsächlich erstmal kurz auf Seite legen, weil wir müssen jetzt erstmal hier quasi mixen. Und da würde ich sagen, fangen wir erst mal mit dem Bier an, damit alles an Pulver und so sich dann schon mal da untermischen kann. Und ihr habt den Vorteil, jetzt beim Bier, ihr habt einen herben Geschmack. Ihr habt aber auch die Kohlensäure, die natürlich mit drin ist. Und diese Kohlensäure sorgt auch nochmal für einen Zartheitsgrad. Also bei Steaks oder allgemein, wenn ihr die mariniert und länger liegen lasst, ist es gar nicht mal so schlecht, wenn ihr ein bisschen mit Kohlensäure arbeitet. Weil, wie gesagt, das hilft euch einfach beim ganzen Prozess vom Reifen. Falls ihr jetzt gerade einen zu frischen Hals habt oder so. So, Jungs, also sprich, ich habe jetzt hier mein Bier. Ihr habt dann quasi euer Getränk dann später, ne? Wir machen ein Esslöffel Paprika mit rein, so einen gut gehäuften. Oh, wie sich das schon richtig schön verteilt in dem Bier. Das ist bei euch dann nicht so. Danach geben wir ein bisschen Schluck an Öl mit rein, dass man natürlich auch quasi die Marinade das ein bisschen hält. Ein bisschen ungefähr so um die 20 Gramm Salz mit rein. Wollen wir natürlich auch einen salzigen Geschmack haben. Und ihr seht jetzt gerade, wie das Ganze reagiert mit dem Salz. Richtig wild. Zischt auch gerade richtig schön so vor sich her. Was darf nicht fehlen? Guter Geschmack ist ganz relevant. Zucker, immer ganz geil. Und dafür natürlich einen edlen, braunen Rohrzucker. Davon geben wir jetzt 2 Esslöffel mit rein. Bisschen Balsamico, davon auch ungefähr 1 bis 2 Esslöffel, weil, also Balsamico Essig. Ein bisschen für den Essiggeschmack, dass wir wegen die Säure quasi mit dabei haben. Ihr könntet stattdessen natürlich auch eine gute Worcestersoße nehmen oder sämtliches. Und was darf nicht fehlen, Leute? Hier nehmen wir auch nochmal unser
Schabzeder Klee mit rein. Guter Geschmacksverstärker, ich meine, ihr wisst ja, aus puren Kräutern. Einfach hammergeil. Wir rühren das mal und schauen, ob wir vielleicht noch ein bisschen Paprika mit reingeben. Das ist immer eine optische Sache, das Paprika, natürlich auch eine geschmackliche, aber wenn das schon optisch viel zu wenig ist, kann das geschmacklich auch nicht viel bringen. Jetzt natürlich alles schön unterrühren. Damit sich jetzt auch alles schön auflöst. Also sprich vor allem unser Zucker, den wir mit drin hatten. Ist ja brauner Zucker, so ein Kristallzucker, der muss sich ja erst einmal auflösen hier. Wir brauchen hier natürlich auch noch für den guten Geschmack Pfeffer. Das langt schon. Also so einen halben Esslöffel ungefähr. Und ihr habt jetzt wegen der Essigschärfe zum Beispiel, dafür haben wir den Zucker gerade mit drin, weil das Zucker neutralisiert quasi auch wieder die Essigschärfe. Aber wir haben trotzdem den Essiggeschmack, also die Säure, die wir brauchen. So, jetzt muss ich es natürlich mal probieren, um zu wissen, ist es was oder nix. Wir tun noch ein bisschen Paprika mit rein. Also gehen wir auf 1,5 hoch. Und noch ein wenig mehr Salz. Da ist vieles immer mit Abschmecken gefragt. Pfeffer passt, Salz passt, Paprika passt, Balsamico auf jeden Fall auch hier. Kommt gerade gar nicht so krass raus. Ich bin gespannt, wie es am Ende wirkt. Da könnte man natürlich dann definitiv oder kann ich empfehlen, dass ihr ein dunkles Bier nehmt. Habe ich jetzt aber leider nicht da. Das heißt leider, wir probieren es jetzt gerade mit dem hellen Lagerbier. Wir legen unsere Steaks ein, dass sie überall schön bedeckt sind. Das kommt jetzt einfach bis heute Abend in den Kühlschrank rein und dann sind wir schon durch. Und dann können wir unsere richtig, richtig geilen Biersteaks probieren. So genau, wir haben jetzt unseren Grill hier vorgeheizt und ihr zwei, ihr schaut mir jetzt zu, wie es geht. Wir haben es jetzt auf ungefähr 230 vorgeheizt. Wir müssen nochmal tatsächlich ein bisschen runter regulieren. Aber prinzipiell passt es jetzt so. Hier haben wir jetzt unsere Biersteaks und ihr seht jetzt hier gleich ein richtig geiles Ergebnis. Ihr wisst, im Endeffekt, die Fleischfarbe hat sich schon ein bisschen entzogen. Das ist eine relativ flüssige Marinade. Das heißt, wir lassen es jetzt erstmal natürlich gut abtropfen jetzt erst einmal hier. Können auch rein theoretisch sagen, dass wir dann nochmal mit dem Zewa tatsächlich dann mal drüber gehen, weil sonst tropft es einfach den Grill voll. Der ganze Geschmack ist natürlich schön ins Fleisch eingezogen und wir hauen es jetzt einfach mal drauf. Gut ist, man sagt so in der Regel zwischen 2 und 3 Minuten bei 230 Grad pro Seite natürlich, ne, ist klar. Das dritte lassen wir mal, das machen wir dann fürs Intro noch, Leute. Wisst ihr Bescheid. Riecht lecker. Riecht tatsächlich schon so langsam, wie das Bier hier rauskommt. Riecht lecker? Ja. Riechst du auch schon Bier? Ja. Geh mal wegen hin und riech mal. Das heißt, wir grillen jetzt einfach, wie gesagt, pro Seite so zwischen 2 und 3 Minuten, weil es sind relativ dünne Steaks. Und aufgrund dessen, dass wir es ja gesteigert haben, ist natürlich unsere Marinade nochmal richtig schön eingezogen. Man kann es jetzt gar nicht so wirklich Marinade nennen, es ist ja gefühlt mehr eine Lake gewesen jetzt tatsächlich, weil es eben so flüssig ist. Aber prinzipiell, es geht ja um den Geschmack, der schön ins Fleisch einzieht und am Ende natürlich auch nochmal schön was bringt. Liken und abonnieren nicht vergessen. So, wir sind fertig, das heißt, also die ersten paar Minuten sind fertig, wir wenden sie jetzt einfach einmal. Wir sehen jetzt hier schon richtig schön, wie das Ganze hier drauf gekommen ist. Und ja, genau. Wir warten jetzt wieder 2 bis 3 Minuten, dann können wir endlich essen. Während das jetzt hier durchzieht, könnt ihr mal schauen. Wir haben hier natürlich hier die ganzen Zutaten, alles an Steaks, was wir gemacht haben. Also wir haben tatsächlich auch einen Sprite-Steak gemacht. Wir haben O-Saft-Steak gemacht. Das hat jetzt der Sascha gemacht, mein kleiner Bruder. Und der Ganzle, der hat einen Sprite-Steak gemacht, weil es ihm so gern schmeckt. Mir schmeckt Bier gern, jetzt vielleicht nicht diese Marke. Das ist auch kein Product Placement oder sowas. Sondern ich wollte einfach mal irgendwas verwenden, was da ist und euch zeigen, was man daraus einfach so alles Geiles machen kann. Aber wie gesagt, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, wir experimentieren einfach ein wenig. Sprich, falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, wie man das besser umsetzen kann, dass es ein wenig besser schmeckt oder dass die Marinade ein wenig schöner wird, egal was, einfach mal Vorschläge, gerne in die Videobeschreibung rein. Hier seht ihr zum Beispiel, wen sonst ist das? Sascha Seins. Das ist das mit dem O-Saft. Da haben wir jetzt den Rückensteaks gemacht, das haben sie lieber gewollt. Und hier haben wir eine mit Sprite gemacht. Das Paprikapulver haben wir nur mit rein, deswegen ist alles so rot bei uns, damit es nochmal eine schönere Farbe hat am Ende tatsächlich. Unsere Steaks sind jetzt fertig, das heißt, wir hauen die uns jetzt hier richtig schön auf unser Tablett drauf, wie ihr sehen könnt. Also natürlich, wir kriegen die Farbe nicht so schön hin wie jetzt, wo schon die Paprikamarinade richtig schön dran bappt quasi sozusagen, weil wir hier gut abgetupft haben, aber
wir sehen, eigentlich schaut es ganz gut aus, muss man echt sagen. Das heißt, wir probieren jetzt oder essen jetzt. Los geht's. So, jetzt können wir die Steaks mal richtig schön grillen. Wenn ihr jetzt relativ dickere Schweinekämme rein theoretisch nehmt und tatsächlich vielleicht sogar mit Kernfühler arbeitet, wichtig ist, über 71 Grad Celsius beim Schwein zu gehen. Beim Rind natürlich nicht so wichtig. Und wir probieren jetzt hier unser richtig geiles Biersteak. Also man muss sagen, es ist echt krass. Man schmeckt wirklich das Bier raus und es passt so geil dazu. Wir haben auch tatsächlich auch genau die Salzschärfe gefunden, die wir brauchen irgendwie. Und das aus reinem Zufall tatsächlich. Pfeffer auch hammergeil. Also wirklich, das ist eine Marinade, wo ich sage, wow, so könnt ihr es einlegen. Leute, probiert es wirklich mal aus. Ihr habt ja alles im Video drinstehen, was ich gemacht habe. Selbst 9 Stunden, ich würde es euch tatsächlich noch mal empfehlen, noch mal länger einfach mal reinzulegen. Weil dann ist natürlich alles einfach noch mal intensiver. Aber, hammergeil. Wollt ihr auch mal probieren? Ja. Keine Angst, die dürfen das auch essen, weil Wasser oder Alkohol verdampft ja schon bei 78 Grad Celsius. Wir sind da schon auf über 200 gegangen. Im Kern natürlich nicht, aber wie mit einer gekochten Soße, da ist kein Alkohol mehr drin. Was sagt ihr? Ja, passt sehr gut. Ins Mikrofon reinsprechen, Leute. Sehr gut. Schmeckt sehr gut. Dann hätte ich gesagt, was macht ihr nochmal für Steaks? Wir machen es jetzt gleich. Wir machen Sprite-Steaks und O-Saft-Steaks. Liken, abonnieren nicht vergessen, ist ja das Ende vom Video, Jungs. Liken genau. Und abonnieren nicht vergessen, das Abonnieren vor allem sehr, sehr wichtig, damit ihr es nicht verpasst, wie die zwei kleinen Racker ihre eigenen Steaks jetzt kreiert haben. Und das einmal, wie gesagt, mit Sprite, einmal mit O-Saft. Hammergeil. Ich bin gespannt. Hat einen leicht süßlichen Touch auf jeden Fall beides, also Witz haben. Und hier das Bier, richtig geil, rustikal, passt perfekt zu so einem Kammsteak. Also Leute, dann fehlt nur noch eins zu sagen. Wollt ihr mitmachen? Lasst euch nicht von der Masse verleiten. Lasst uns bei der Qualität bleiben.